Herzlich willkommen. In der folgenden Praxis werden wir mit der Aufmerksamkeit in jeder Übung ganz bewusst einen Körperbereich fokussieren und uns durch den Körper hindurch arbeiten, vom Kopf bis zu den Füßen. Und die Einladung ist, dich jedes Mal dem entsprechenden Körperbereich hinzugeben, dort die Aufmerksamkeit hinzuschicken und die Wirkung der Praxis zu genießen. Für die folgende Praxis benötigst du in jedem Fall einen Bolster oder etwas Ähnliches, eine dicke, aufgerollte Decke, ein Sofakissen, im Zweifel auch einen Block in der Decke gewickelt, irgendwas in der Art und dann nach Möglichkeit noch zwei Blöcke und eine Decke. Und wenn du dich entsprechend ausgestattet hast und das Bolster oder deinen Bolsterersatz schon in Reichweite hast, dann möchte ich dich bitten, dich auf den Rücken zu legen. Und in der Rückenlage nochmal tiefe, volle Atemzüge. Und mit jeder Ausatmung lass ganz bewusst los. Atme gern nochmal hauchend durch den Mund aus, durch die Nase ein. Und lass alles los. Ein. Und aus. Spann nochmal bewusst die Füße an die Beine. Und ausatmen, lass sie los. Ball die Hände zu Fäusten, spann die Arme an, zieh die Schultern zu den Ohren. Und ausatmen, lass los. Mach die Energiemasse, heb den Kopf an, mach den Nacken stark, den Bauch stark. Atme ein. Und ausatmen, lass alles los. Und dann liegt nochmal für einen Moment ganz still. Überlass auch den Atem sich selbst. Und gib dir Zeit, nochmal ganz bewusst den bisherigen Tag hinter dir zu lassen. Alle Spannung, alle Emotionen, alle Belastungen, die du noch in dir trägst, jetzt ganz bewusst loszulassen, um dich auf das einzulassen, was jetzt kommt. Mach dich bereit für Yoga. Und sich bereit zu machen für Yoga bedeutet, seinen Schutzmantel abzulegen. Sich zu erlauben, weicher, empfindsamer zu sein. Und du kannst und darfst es, weil du hier einen geschützten Raum weißt, in dem du dir selbst, deinem Körper und dem Leben im Großen und Ganzen wieder mit Weichheit begegnen darfst. Erlaube dieser Weichheit, sich in dir auszubreiten. Und ich möchte dich einladen, jede Übung heute als eine Einladung zu betrachten, dieser Weichheit in dir mehr Raum zu geben. Diese Weichheit zu suchen, zu finden und dir zu erlauben, sich in dir auszubreiten. Wenn du magst, lass gern den Atem ein wenig tiefer und voller werden, ohne deswegen diese Weichheit zu verlieren. Ganz im Gegenteil, schau, ob du diese Weichheit in deine Atemzüge hineinbringen kannst. So zu atmen, dass der Atem diese Weichheit als Qualität in sich trägt. Und dann beweg die Hände und die Füße. Und regel und reck und streck dich. Streck nochmal die Arme hinter dem Kopf aus. Dehn die Flanken. Nun stell die Füße auf. Und streck das rechte Bein nach oben aus und fass es mit den Händen. Kreis den Fuß im Knöchelgelenk. Im Uhrzeigersinn.
Nun wieder zurück gegen den Uhrzeigersinn. Nun nutzt die Bewegung, um dich in deinen Körper hineinzuspüren. Spür den Kontakt des Körpers zum Boden, lass dich in den Boden hineinsinken, während das eine Bein nach oben streckt. Und stell den rechten Fuß am Boden ab, streck das linke Bein nach oben aus. Kreis den Fuß und lass so Spannung aus dem Fuß raus. Stell dir vor, wie das Gewicht des Körpers in den Boden drückt. Lass ganz bewusst nochmal den Kopf in den Boden hineinsinken. Dreh den Fuß in die andere Richtung. Und dann lass wieder beide Beine am Boden ausgleiten. Und nimm nochmal ganz bewusst den Kontakt des Körpers zum Boden wahr. Spür die Form des Körpers als Ganzes. Und schau mal, ob du wie so vom Scheitel ausgehend, vom obersten Punkt des Körpers ausgehend, mal wie so in den Körper hineinschauen kannst. Den Körper als Form wahrnimmst. Und das Scheitelchakra als das energetische Zentrum, das dem Körper die Form gibt, die Form wahrnimmt und diese Wahrnehmung nach oben kanalisiert. Oder andersrum, das über uns gedachte Unbegrenzte in diese Form hinein manifestiert. Wie wenn das Leben, die Lebendigkeit durch den Scheitel in den Körper hineindringt und den ganzen Körper durchdringt, durchströmt. Gib dich diesem Bild noch für einen Moment hin. Und dann löse, stell die Füße auf. Und als nächstes möchte ich dich bitten, dass du dir deinen Bolster nimmst und es dir unter das Becken schiebst. Wir wollen jetzt das Becken höher lagern. Und dann schiebst du auch die Schultern unter den Brustkorb, hebst den Brustkorb leicht an. Der Kopf ist jetzt der tiefste Punkt. Und von hier schiebst du erstmal die Knie vor die Brust und rutsch dich nochmal so ein bisschen in dein Bolster hinein, um dann von hier die Füße nach oben zu strecken, sodass sie so über dem Bauchnabel sind. Eine Position, wo sie relativ entspannt bleiben können, ohne dass du es mit Kraft halten musst. Und dann atme tief und voll, spür das Gewicht auf den Schultern, auf dem Hinterkopf. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf die Mitte deines Kopfes oder auch auf die Mitte deines Kopfes auf Höhe der Augenbrauen. Und mit jeder Einatmung stellst du dir vor, dass du Energie dorthin sammelst und mit der Ausatmung schickst du sie von dort entlang der Wirbelsäule zum Becken und dann hoch bis in die Füße. Einatmen, nimmst du Energie aus der Erde auf, sammelst sie im Scheitel. Und ausatmen, schickst du sie hoch bis in die Füße. Schau nochmal, dass du hier bequem bist.
Eventuell musst du die Bolsterposition verändern, das Bolster ein bisschen mehr Richtung unterer Rücken schieben. Und eventuell die Fußposition verändern, dass die Füße mehr über das Becken schieben oder mehr Richtung Brustkorb. So dass du hier alle überschüssige Spannung reduzieren kannst. Einzig die Schultern drücken aktiv in den Boden, um die Wirbelsäule zu schützen. Und der obere Rücken hebt sich leicht vom Boden ab. Während Hinterkopf und Schultern sich mit dem Boden verwurzeln. Atme tief und voll. Einatmen, sammelst du Aufmerksamkeit im Scheitel. Entschuldigung, auf Stirnhöhe, in der Mitte des Kopfes. Und ausatmen, schickst du sie in den Körper. Nochmal tief ein hier. Dann stell die Füße langsam am Boden auf. Und wir wollen jetzt die Grundposition beibehalten, aber das Bolster unter den Brustkorb bringen. So, vielleicht kannst du es ein bisschen so hochschieben. Und dann hebst du den Kopf erstmal hoch, bringst das Becken zum Boden und schaust, ob das Bolster noch ein bisschen weiter nach hinten rutschen muss, dass es unter den Schulterblättern ist, unter den unteren Spitzen der Schulterblätter. Und dann nimmst du erstmal die Hände an den Hinterkopf, sodass der Nacken lang bleiben kann, wenn du jetzt den Hals entspannst und den Kopf wieder Richtung Boden sinken lässt. Version 1, die Hände bleiben hier, oder Version 2, du legst den Hinterkopf am Boden ab und breitest die Arme seitlich aus oder diagonal nach hinten. Deine Wahl. Oder du nimmst die Hände wieder zurück an den Hinterkopf, wenn du das Gefühl hast, das war ganz angenehm. Und dann schau nochmal, dass du das Kinn ein bisschen in die Rückseite des Raumes hineinschiebst, dass dein Hals offen ist. Und dann möchte ich dich einladen, hier die Offenheit in deiner Kehle zu fokussieren. Und gefühlt mit jeder Einatmung Aufmerksamkeit Richtung Kehlraum zu ziehen. Den ganzen Hals und Nackenbereich zu visualisieren. Und mit der Ausatmung von dort weiter in den ganzen Körper zu denken. Ausatmen, löse die Position. Du kannst zum Beispiel den Kopf anheben, die Ellenbogen abstützen auf den Bolster. Und dann rollst du dich auf die Seite, schiebst das Bolster nach hinten raus und legst dich auf den Rücken ohne Bolster. Hier jetzt für das Krokodil breitest du die Arme seitlich aus. Schaust, dass die Schultern satt am Boden liegen. Überschlägst mit dem rechten Bein das linke, versetzt das Becken auf die rechte Mattenhälfte
und lässt die Knie nach links sinken. Halt den Blick nach oben für heute und die Schultern möglichst schwer am Boden. Das Brustbein will möglichst auch zur Decke zeigen. Und deswegen ist es hilfreich, dass du die rechte Schulter so weit wie möglich am Boden lässt, sie schwer zum Boden sinken lässt. Und dann atme dich in die Mitte deines Brustkorbes hinein. Mit jeder Einatmung sammel Aufmerksamkeit mittig im Brustraum. Und mit der Ausatmung schick von dort Leichtigkeit, Weichheit in den ganzen Körper. Jede Ausatmung sucht die Weichheit, wie sie vom Herzraum in den ganzen Körper strömt. Erlaube Weichheit. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Überschlag die Beine anders herum. Versetz das Becken nach links und lass die Knie nach rechts sinken. Lass die Schultern Richtung Boden sinken. Atme in deinen Herzraum hinein. Und mit jeder Ausatmung such, wie die Weichheit sich aus deinem Herzen im ganzen Körper ausbreitet. Tiefer, voller Atem hier. Nochmal tief ein hier. Ausatmen, bring den linken Arm rüber nach rechts und knote deine Beine, schieb die Knie vor den Bauch, schieb die Hände unter den Kopf. Gib dir hier einen Moment in der Seitlage. Und dann stütz die Hände auf, komm hoch zum Sitzen. Stütz die Hände hinter dem Rücken auf, entspann die Beine, atme nochmal tief durch. Und für die kommende Version der sitzenden Vorbeuge wollen wir das Oberschenkel und Bauchdecke sich so nah wie möglich aneinander nähern. Und eine Art, das zu tun, ist, sich etwas unter die Knie zu legen. Zum Beispiel eine Decke, die du dir aufrollst. Bolster wäre theoretisch auch möglich, aber vielleicht ein bisschen viel. In jedem Fall willst du die Knie beugen. Man könnte auch einfach die Hände da so drunter schieben. Aber mit der Notlage ist es leichter. Und dann ziehst du das Sitzfleisch nach hinten raus und beugst dich darüber. Und was die Hände machen, ist im Prinzip nebensächlich. Wichtig ist, dass du an einen Punkt kommst, wo du den Bauch auf den Oberschenkeln ablegen kannst. Das fällt manchen von uns leichter als anderen.
Wie gesagt, im Zweifel einfach hier höher lagern. Und eine Alternative wäre auch die Kindesstellung, ne, wo man dann noch leichter die Oberschenkel auf die Knie kriegt. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, gibst du dich in diese Position hinein und atmest hier ganz bewusst runter in den Bauch. Und spürst, wie mit jeder Einatmung die Bauchdecke gegen die Oberschenkel drückt. Atmest so tief ein, dass der Atem in die Taille, in den Rücken strömt. Und mit jeder Ausatmung denkst du Weichheit, die sich vom Bauchraum ausdehnt, in den ganzen Körper strömt. Noch 5 tiefe voller Atemzüge. So, und dann richtest dich langsam wieder auf. Stützt die Hände hinter dem Rücken ab. Spür hier für einen Moment nach. Und schau mal, ob du hier auch nochmal ganz bewusst wahrnehmen kannst, dass du gerade recht aufrecht sitzt. Und dass du diese Weichheit, die sich durch das Üben in dir ausbreitet, jetzt hinübernehmen kannst, dass du in einer Wachheit und in einer Klarheit zugleich in dieser Weichheit bist. Um in der nächsten Übung super aufrecht zu sein und nicht vom Rücken abgelenkt zu sein, sondern den Fokus voll auf das Becken legen zu können, möchte ich dich einladen, dich auf eine Decke zu setzen. Und zwar auf so eine Deckenkante, die dich da unterstützt, das Becken so zu kippen, dass der Unterrücken nach vorne kommt und möglichst aufrecht sitzt. Und von hier jetzt setzt du den rechten Fuß außen neben dem linken Knie auf und bringst nach Möglichkeit den linken Fuß zur äußeren rechten Gesäßhälfte. Und nach Möglichkeit heißt, wenn du jetzt hier das Gefühl hast, dass die rechte Gesäßhälfte sich vom Boden abhebt, dann würdest du hier aus der Übung wieder rausgehen, das linke Bein ausstrecken. So, in einer von beiden Positionen jetzt richtest du dich erstmal auf
und drehst dich dann über rechts nach hinten. Links kann die Hand um den Ellenbogen fassen oder das Knie oder der Ellenbogen um das Knie fassen, eins von beiden. Und die rechte Hand setzt du hinter dem Rücken auf. Und hier jetzt bemühst du dich, deinen Atem runterzuschicken bis in den Unterbauch, bis ins Becken hinein. Du spürst auch die Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Und die Mitte deines Beckens ist hier dein Fokuspunkt. Mit jeder Ausatmung lässt du deine Aufmerksamkeit von der Mitte des Beckens in den ganzen Körper strömen. Lass nochmal ganz bewusst alle überschüssige Spannung los. Erlaub den Sitzbeinhöckern schwer in den Boden zu sinken. Ausatmen, löse und tausch die Seite. Einatmen, richte dich nochmal ganz bewusst auf und ausatmen, dreh dich über links nach hinten. Jede Einatmung atme ganz bewusst runter in den Unterbauch, ins Becken hinein. Und mit jeder Ausatmung such von dort Weichheit in den ganzen Körper strömen zu lassen. Tiefer, voller Atem, runter in das Becken, von dort in den ganzen Körper. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Streck die Beine nach vorne aus. Atme nochmal tief durch. Und erlaub den Übungen nochmal ganz bewusst auf den Körper zu wirken. Entspann und lass los in diese Wirkung hinein. Kannst du die Decke eigentlich schon da lassen für die übernächste Übung? Während du jetzt die Füße aufstellst, um in eine stehende Vorbeuge zu kommen. Du kannst die Hände aufstützen, auch Blöcke unter die Hände nehmen, wenn du mehr Unterstützung haben willst. Du lässt den Nacken, den Kopf hängen, entspannst den Nacken und streckst die Beine so weit wie möglich hier. Spürst die Dehnung in den Rückseiten der Beine. Spürst, wie von beiden Beinen die Dehnung bis hoch geht zum Becken. Du verbindest dich mit dem Beckenboden, dem Punkt, wo die beiden Beine sich mit dem Becken verbinden.
Mit der Einatmung ziehst du die Kraft von den Fußsohlen, von den Füßen, den Beinen hoch bis in dieser Unterkante des Beckens. Und ausatmen lässt du sie von dort über das Becken, den Rücken, die Arme bis in die Hände hineinströmen. Einatmen, zieh die Kraft von den Füßen bis zum Beckenboden. Ausatmen vom Beckenboden bis in die Hände. Noch drei Atemzüge hier. Und dann langsam löse und komm zurück zum Sitzen auf der Sitzunterlage, auf der Decke. Wenn die Decke nicht reicht, kannst du gerne noch was Höheres drunter legen, die Decke nochmal unterschlagen oder einen Block noch drauflegen. Und dann komm in einen aufrechten Sitz und spür hier deine komplette Wirbelsäule vom Steißbein, vom Beckenboden bis hoch zum Scheitel. Die gesamte zentrale energetische Achse fängt vom Beckenboden mittig durch den Körper hindurch. Und spür, wie sie verbunden ist. Spür, wie alle Räume von den Beinen bis zum Kopf erspürt sind. Und spüre dich nochmal als Ganzes. Behalte diese Wahrnehmung bei, wenn du jetzt langsam den Sitz löst und dich in die Rückenlage für Shavasana begibst. Mal bewusst den Kontakt des Körpers zum Boden wahr. Lass das Gewicht des Körpers in den Boden sinken. Verbinde dich mit der Weichheit deines Körpers. Nimm wahr, wie der Atem weich ein- und ausströmt. Nimm die Weichheit deiner Haut wahr. Nimm wahr, wie sie in dieser Weichheit voll Lebendigkeit pulsiert. Wenn wir weich werden, dann machen wir uns bereit, Energie aufzunehmen, Energie durch uns durchführen zu lassen. Wir werden wieder lebendiger. Und in dieser Lebendigkeit werden wir wieder Teil des Lebens. Das Leben kann durch uns hindurchströmen. Und wir werden
Teil von ihm. Genieße den Zustand noch für eine kleine Weile. Erlaube dir, weich und still zu werden. In dieser Weichheit und dieser Stille bleib so präsent wie möglich. Spüre den Kontakt des Körpers zum Boden, den Kontakt des Körpers zur Luft. Spüre die Luft, wie sie ein- und ausströmt. Spüre dich in der Präsenz. Dann lass den Atem langsam wieder tiefer und voller werden. Beweg die Finger, die Zehen, die Handgelenke, die Fußgelenke, Ellenbogen und Knie. Roll dich auf eine Seite. Und komm langsam hoch zum Sitzen. Nimm eine aufrechte Sitzhaltung ein. Mach dich bereit, in dieser Sitzhaltung nun nochmal zu spüren, wie es dir jetzt geht, was die Praxis mit dir gemacht hat, um dann aus der Praxis zurück in deinen Tag zu gehen. Namaste.